50.000 Fahrgäste an einem einzigen Tag auf einem einzigen Bahnhof. Die S-Bahn in Berlin war einmal das leistungsfähigste Nahverkehrsmittel Europas. Aber nach der Teilung der Stadt wurde die S-Bahn boykottiert, teilweise stillgelegt. Die S-Bahn war ruiniert. Der wirkliche Neubeginn steht jetzt erst eigentlich bevor. Doch immerhin, die alten Züge fahren wieder. Die S-Bahn in West-Berlin ist übernommen worden von den Berliner Verkehrsbetrieben, die in der Stadt auch die U-Bahn und die Busse fahren lassen. Sechzig Jahre haben die Waggons jetzt auf dem Puckel. Es ist verblüffend genug, dass sie immer noch wieder auf die Strecke gebracht werden. Der Verschleiß ist groß, die Technik veraltet und nicht zuletzt, es gibt zu wenig Wagen, um das auch jetzt schon wieder 70 Kilometer lange Streckennetz bedienen zu können. Anlegen! Und deshalb vor allem musste daran gegangen werden, neue Züge zu entwickeln. Die Baureihe 480. Weil die Westberliner S-Bahn auf einigen Strecken auch durch Ostberlin fährt, war eine wesentliche Bedingung bei der Entwicklung der neuen Baureihe, dass die Züge verknüpfbar blieben mit dem S-Bahn-System im anderen Teil der Stadt. Der Prototyp ist fertig. Das Ergebnis einer Arbeitsgemeinschaft der BVG sowie der Firmen AEG, Siemens und Waggon Union. Gefördert vom Bundesministerium für Forschung und Technologie und vom Berliner Senat. Und der Prototyp wird seit September 1987 eingesetzt im normalen Fahrgastbetrieb der S-Bahn. Die BVG ist sicher, es gibt nichts Besseres als ihre neue Baureihe 480. Dies drückt sich aus in erhöhtem Fahrkomfort, in erhöhtem Beschleunigungsvermögen, verbesserter Reisegeschwindigkeit, aber auch optimierten Energiebedarf. Wir werden die alten S-Bahn-Wagen 1989 durch die neuen ersetzen und freuen uns schon jetzt, dass wir dann unseren Fahrgästen bei erhöhter Wirtschaftlichkeit einen wesentlich besseren Service bieten können. Ruckfreies Anfahren, das merken die Fahrgäste. Aber die Elektronik, die das möglich macht, wird auch zu Buche schlagen in der Bilanz der BVG. Diese Elektronik entnimmt der Strecke nur exakt so viel Strom, wie jeweils zum Beschleunigen gebraucht wird. Und wenn die Bahn bremst, wirken die Motoren für den Antrieb der neuen Berliner S-Bahn wie Generatoren, die Strom erzeugen und die diesen Strom zurückspeisen können in die Fahrstrecke. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern wird die neue S-Bahn durch Berlin fahren. Aber ihr Energieverbrauch wird deutlich geringer sein als der der heutigen Bahn. Die Zeiten, dass die Züge der Berliner S-Bahn täglich in die Werkstatt müssen, sind mit der Baureihe 480 dann vorbei. Die BVG geht davon aus, nach 7 Jahren bereits werden die günstigen Betriebskosten, die Kosten für die Entwicklung und den Kauf der Bahn ausgeglichen haben.